Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder eventuell sogar das erste Mal mit dabei seid. Ja, wie ihr am Titel des Videos schon erkennen könnt, geht es heute wieder um meine Abnahme. Es ist immer noch ein Thema, wonach ich sehr, sehr oft gefragt werde, vor allen Dingen auf Instagram. Also wer mir da noch nicht folgt, kann mir dort sehr, sehr gerne folgen. Das ist jetzt hier unten gerade eingeblendet, wie ich dort heiße, genauso wie hier. Und dort zeige ich euch ja auch jeden Tag, was ich so esse, wenn ich zum Sport gehe, etc. Und beantworte dort auch sehr, sehr oft Fragen zu dem Thema. Aber ich habe mir gedacht, da halt auch immer wieder neue Leute auf meinen Kanal stoßen, sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram, macht es am meisten Sinn, alle Fragen nochmal in einem Video gesammelt zu haben, denn auch ich hatte viele Fragen, bevor ich abgenommen habe und habe mir da immer versucht, aus verschiedenen Profilen Erfahrungen zusammenzusammeln. Und ich glaube, wie gesagt, es ist allen am besten geholfen, wenn ich jetzt hier meine persönlichen Erfahrungen nochmal zusammensammle. In diesem Video beantworte ich von euch gestellte Fragen, die ihr mir bei Instagram vorher stellen konntet. Alles, was ihr zu dem Thema wissen wollt, gehe auf alles sehr, sehr ehrlich ein und erkläre euch, wie ich abgenommen habe, was ich gemacht habe, wie ich mich motiviert habe, etc. Also wirklich alles zu diesem Thema. Und deswegen fangen wir auch einfach direkt an. Die erste Frage ist, wie hast du angefangen abzunehmen und wie bist du dran geblieben, beziehungsweise gab es bei dir einen Klickmoment? Und ja, diesen Klickmoment, den gab es bei mir. Es ist mir irgendwie sehr unangenehm, darüber tatsächlich zu reden, aber es ist nun mal dieser Moment gewesen. Es ist ja zum Glück jetzt nicht mehr so. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit einem Kumpel in Urlaub geflogen bin. Zu seinen Eltern nach Hause nach Österreich. Das war letztes Jahr im Januar. Und wir waren in so einem Billigflugzeug. Also es war keine teure Airlines, denn in Billigfliegern sind die Sitze auch immer ein bisschen kleiner. Ist so, das kann mir keiner sagen. Also bei Lufthansa sind die Sitze anders als bei EasyJet. Und wir waren halt in so einer, ja, in etwas günstigeren Airline. Das war der Moment, wo ich den Anschnallgurt nicht mehr zubekommen habe. Und das, ich bin in diesem Moment, ich bin gestorben. Innerlich. Mir war das so unangenehm. Und dann musste ich, und ich habe mich nicht getraut, die Stewardessen nach einer Gurtverlängerung zu fragen. Und dann habe ich meinen besten Freund damals gefragt und meinte, kannst du fragen? Und dann hat er das gefragt. Und dann war die Stewardess so peinlich. Dann hat die mich dann angeguckt und meinte, du brauchst also eine Gurtverlängerung? Kein Problem, hol ich dir das ganze Flugzeug, hat's gehört. Oh mein Gott, das war mir so unangenehm. Und das, ich habe mich in dem Moment so geschämt irgendwie für mich selbst, weil ich das irgendwie, das, ja, ich fand die Situation wahnsinnig unangenehm. Und das war für mich der Klickmoment, wo ich gedacht habe, nee, das, ich will das nicht nochmal erleben. Ich fand das echt, ja, wahnsinnig unangenehm. Das ist der Moment, wo ich jetzt beschließe abzunehmen. Und das war tatsächlich mein Klickmoment, wo ich mir gedacht habe, oh damn. Und wie ich angefangen habe, tatsächlich ganz einfach. Ich habe einfach angefangen. Ich habe von heute auf morgen beschlossen, ich ändere jetzt was. Und irgendwie, ich kenne das selber noch von früher. Und ich schwöre euch, ich war früher an dem Punkt, wo ich zu mir selber gesagt habe, ich bezweifle, dass ich jemals in meinem Leben abnehmen werde. Ich bezweifle, dass ich jemals irgendwie eine halbwegs gute Figur haben werde. Also in meinem Sinne gute Figur. Bitte nichts falsch verstehen hier. Und ich hab mit diesem Stempel, du wirst immer irgendwo die Dicke bleiben, ich habe mich damit schon abgefunden. Und ich war zu 100% sicher und da habe mir gedacht, nee, es gibt Menschen, die können das, es gibt Menschen, die können wahnsinnig viel Gewicht verlieren. Ich gehöre nicht dazu, ich habe die Motivation nicht, ich scheitere immer wieder, ich schaffe das nicht und so weiter. Und dann habe ich einfach eines Tages angefangen und habe es einfach durchgezogen. Es ist ganz verrückt. Aber zu der Motivation, wie ich mich jetzt motiviert halte, dazu kommen wir auch gleich noch. Nächste Frage ist, wie viel habe ich denn bisher abgenommen? Es sind jetzt genau 42 Kilo. Was ich auch oft gefragt werde, ist, wie viel möchte ich denn insgesamt abnehmen? An sich habe ich, also ich habe schon so eine Zahl im Kopf und zwar würde ich gerne 60 Kilo abnehmen, also 20 fehlen noch. Man sieht es auch in meinem Gesicht, ich sehe noch ein bisschen bequem. Aber um für meine Körpergröße ein normales, gesundes Gewicht zu haben, fehlen noch ungefähr 20 Kilo. Roundabout. Und ja, da will ich einfach mal hinkommen. Will mal gucken, ob ich es schaffe. Ich denke schon. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass ich es schaffen werde. Es ist natürlich ein harter Weg, auch nach wie vor. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Das ist so mein Ziel, dass ich insgesamt eine Abnahme von 60 Kilo habe. Und wenn ich da bin, an dem Punkt, dann werde ich euch auch bestimmt mal sagen, wie viel ich mal gewogen habe. Denn das werde ich auch sehr oft gefragt. Wie viel hast du denn gewogen? Wie viel wiegst du jetzt? Ich hasse es, über mein Gewicht zu reden. Das habe ich schon immer. Also über die Zahl. Ich mag das einfach nicht. Es geht vielen Frauen da draußen so. Und ja, vielleicht werde ich es euch irgendwann eines Tages sagen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann sagen werde, aber aktuell noch nicht. Zusätzlich kommt der Punkt auch noch dazu, dass sich viele versuchen, immer am Gewicht zu vergleichen. Zum Beispiel, jemand wiegt 70 Kilo und dann sagt die eine Person, hey, ich wiege auch 70 Kilo, aber ich sehe ganz anders aus als du. Und das ist Größe und eigene Proportionen, die spielen wahnsinnig viel damit rein. Deswegen ist generell ein Gewicht für euch zum Vergleichen eh immer schwierig.
weil viele Personen einfach komplett unterschiedlich aussehen. Nächste Frage ist, was habe ich vorher mit meiner Diät falsch gemacht, beziehungsweise mit meiner Ernährung falsch gemacht? Ich hatte keinen konkreten Ernährungsplan vorher. Ich habe tatsächlich einfach wahllos gegessen. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, was ich esse, wann ich esse, wie viel ich esse. Und diese ganzen Dinge, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und das war auch der Grund, weshalb ich natürlich zugenommen habe irgendwann, weil ich immer sehr viel und sehr gerne gegessen habe und auch sehr, sehr große Portionen essen konnte. Kann ich immer noch, definitiv. Also natürlich mache auch ich Ausnahmen in meiner Diät manchmal. Also ich kann auch nicht immer 100% geben, das kann niemand. Und da merke ich auch, dass ich immer noch sehr viel essen kann, definitiv. Nächste Frage ist erstmal, um das Ganze allgemein nochmal wieder zu abzuschließen. Wie habe ich überhaupt abgenommen? Welche Technik etc. Kleine Trigger Warning vorneweg, ich zähle Kalorien. Das ist nicht für jedermann ein Ding. Das sage ich direkt vorneweg und ich mache 5-mal die Woche Sport. Ich gehe von montags bis freitags ins Fitnessstudio, gerne mal vormittags. Da ich selbstständig bin, kann ich zum Glück mir das vormittags einrichten. Das ist das Erste, was ich am Tag mache, nachdem ich mit meinem Hund draußen war, dass ich ins Fitnessstudio fahre. Und dann habe ich das quasi immer schon abgehakt. Da startet mein Tag dann immer gut und meistens auch sehr organisiert dadurch in den Tag. Und ansonsten zähle ich Kalorien. Ich benutze dafür die App MyFitnessPal. Es gibt aber ganz, ganz viele verschiedene Apps. Ich habe schon gehört, es gibt eine App, die heißt Yasio und keine Ahnung was. Also jeder kann da sich seine eigene App finden, mit der er am besten klarkommt, die er super findet. Ich liebe MyFitnessPal. Ich finde es klasse. Es gibt viele, viele andere Videos hier auf meinem YouTube-Kanal, wo ich auch nochmal genauer gezeigt habe, wie ich diese App zum Beispiel benutze. In vielen Food Diaries von mir seht ihr das hier auf jeden Fall. Also wenn ihr euch da mal durchklicken wollt oder generell Inspiration zum Thema, was esse ich denn so am Tag holen wollt, guckt da gerne rein oder checkt auch, wie gesagt, mein Instagram aus. Da gibt es ein gesamtes Koch-Highlight. Da sind auch ganz viele Gerichte, noch mehr als hier auf YouTube. Und nochmal auf das Thema Kalorienzählen einzugehen. Bei jedem Menschen ist eine Kalorienzahl natürlich unterschiedlich, wie viele am Tag essen darf. Umso mehr man wiegt, umso mehr Kalorien darf man tatsächlich auch zu sich nehmen. Das heißt, als ich angefangen habe mit der Diät, konnte ich über 2000 Kalorien essen und konnte trotzdem abnehmen. Das lag einfach an dem hohen Gewicht, was ich vorher hatte. Und natürlich muss man das im Laufe der Zeit irgendwann so ein bisschen runterstellen. Und ich bin jetzt bei 1800 Kalorien ungefähr, die ich am Tag esse. Mal sind es ein bisschen mehr, mal sind es ein bisschen weniger. Das ist unterschiedlich. Aber auch zum Thema Kalorienzählen direkt vorneweg. Kalorienzählen, unterschätzt das bitte nicht, kann dich psychisch sehr belasten. Und auch ich hatte Momente, wo ich gemerkt habe, oh damn. Also ich habe wirklich dann angefangen, da teilweise Dinge abzuwiegen, wo ich mir echt so dachte, das ist jetzt langsam kein gesundes Essverhalten mehr. Pass auf. Und das sind dann bei mir immer Momente, wo ich dann auch mal so wirklich Pause mache in der Diät, ganz bewusste Pausen und dann zum Beispiel mal eine Woche keine Kalorien zähle. Das kam aber eher selten vor bisher, weil ich das, finde ich persönlich, sehr gut im Griff habe. Aber auch ich merke manchmal, wie einen das psychisch ganz schön belasten kann. Und dazu auch noch, das hört man ja immer wieder, alles unter 1400 Kalorien ist für den Körper ungesund. It's a fact. Wenn eure App das vielleicht ausspuckt und sagt, ihr müsst am Tag 1200 Kalorien essen, um abzunehmen, dann guckt mal, ob ihr nochmal irgendwie das anders online errechnen könnt. Nicht immer haben die Apps recht. Also holt euch da lieber mal so verschiedene Recherchen, wie viel ihr wirklich am Tag essen dürft, weil bei allem, was so unter 1400 oder sagen wir mal unter 1200 Kalorien ist, spricht man von einer Null-Diät, denn euer Körper, einfach nur um zu leben, verbrennt ja schon am Tag Kalorien. Das ist einfach nur zur Lebensaufrechterhaltung, dass wir hier sitzen, dass wir atmen, das alles. Und wenn ihr unter 1200 Kalorien esst und dann im schlimmsten Falle sogar noch obendrauf Sport macht, dann seid ihr sogar im Minusbereich. Das heißt, ihr habt theoretisch, sag ich jetzt mal, gar nichts gegessen. Und das ist für den Körper auf Dauer wahnsinnig ungesund. Das kann nicht nur zu einer Essstörung führen, zum Beispiel zum Binge-Eating ganz extrem, weil ihr dadurch ein wahnsinniges Hungergefühl aufbauen könnt. Und das berichten auch oft Leute, die zum Beispiel unter Binge-Eating leiden. Oder es kann noch ganz andere Essstörungen abrutschen. Also bitte, bitte, bitte seid da vorsichtig, was das Kalorienzählen betrifft. Guckt, ob ihr psychisch das ertragt. Und wenn ihr sowas macht, finde ich persönlich, wenn ihr Kalorien zählt, dann kann ich immer empfehlen, vertraut euch einem Arzt an, vertraut euch einer Freundin an, eurer Mutter, einer Verwandten, egal wem. Irgendjemand, der weiß, dass ihr halt aktuell Kalorien zählt und vielleicht auch so ein bisschen darauf achtet. Weil manchmal nimmt man das selber vielleicht auch nicht ernst, manchmal sieht man die eigenen Probleme, die man damit psychisch vielleicht hat, nicht. Und deswegen ist das super, super wichtig. Also ich kann das nur von meiner Seite aus geben. Und Kalorien zählen heißt nicht, dass man Kalorien überall einsparen soll und dass man sich nichts mehr erlauben kann. Im Gegenteil, ich versuche das immer positiv zu sehen. Denn Kalorien zählen gibt mir die Freiheit, eigentlich alles zu essen, worauf ich Bock habe. Sei es Schokolade, sei es mal ein Döner, sei es, keine Ahnung was, mein absolutes Lieblingsessen. Solange ich im Defizit bleibe und diese Kalorien sehe, kann ich auch mal die ganzen geilen Sachen essen.
Also nur weil es Schokolade ist, ist es nicht unbedingt schlecht, sage ich jetzt mal. Nächste Frage ist, was machst du, wenn dein Gewicht stagniert? Und natürlich auch hier, Leute, das ist völlig normal, dass ein Gewicht mal stagniert. Das fängt bei manchen früher an, bei manchen stagniert das Gewicht schon nach 10 Kilo Abnahme, bei anderen erst nach 40 Kilo. Ich habe das ganz krass gemerkt, nachdem ich 40 Kilo abgenommen habe. Ich hatte jetzt 4 Monate fast, wo mein Gewicht stehen geblieben ist. Also es... Ich habe weder zu noch abgenommen und ich habe die ganze Zeit weiter Sport gemacht und habe die ganze Zeit mich weiter gut ernährt und es war super frustrierend. Und ich dachte zwischenzeitlich echt schon so, wow, okay, ich glaube, vielleicht hat dein Körper keinen Bock mehr, vielleicht sagt dein Körper auch einfach so, jetzt reicht's mir, ich habe keine Lust mehr, das ist die Grenze, weiter runter gehen wir nicht. Aber tatsächlich, es hat jetzt vor einer Woche, habe ich das letzte Mal fast 2 Kilo endlich wieder abgenommen. Deshalb bin ich jetzt bei 42,7 Kilo, die ich abgenommen habe. Da ist einfach das Geheimnis durchhalten. Es ist schrecklich, ich weiß, das will man nicht hören, weil man sich denkt, nee, ich halte es nicht durch. Aber Ausdauer, Disziplin leider Gottes und einfach die Zähne zusammenbeißen. Manchen hilft es, wenn man die Kalorienzufuhr auch mal für einen kurzen Zeitraum bewusst erhöht. Das heißt jetzt nicht, dass man wieder so in alte Muster verfallen sollte, aber dass man zum Beispiel statt 1800 Kalorien, die man am Tag isst, zum Beispiel auf 2100 erhöht. Also dass man die Kalorienzufuhr bewusst erhöht für einen gewissen Zeitraum, damit der Stoffwechsel sich wieder neu einordnen kann und dann wieder runtergeht in der Kalorienzufuhr. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es auch viele, die sich darum ganz, ganz doll streiten. Ich bin keine Expertin, ich bin keine Ernährungsberaterin. Ich kann euch nicht genau sagen, wie der menschliche Körper funktioniert. Das sind so die Sachen, die ich gehört habe, die mir persönlich geholfen haben. Aber da, wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Jeder hat da eine ganz andere Meinung und einen Weg, wie es am besten sein könnte. Deswegen, ich glaube, jeder muss doch einfach für sich den eigenen Weg finden. Nächste Frage ist, in welchem Zeitraum habe ich das Gewicht verloren? Und das ist kurz zu beantworten. In circa einem Jahr habe ich 40 Kilo abgenommen. Es gibt Menschen, die schaffen mehr in einem Jahr. Es gibt Menschen, die schaffen weniger in einem Jahr. Orientiert euch daran nicht. Jeder hat sein eigenes Tempo. Nächste Frage, die auch sehr, sehr oft gestellt wird. Habe ich Probleme mit hängender Haut? Ja, definitiv. Und nur weil ihr die auf Instagram nicht seht, heißt das nicht, dass sie nicht da ist. Ich kaschiere die sehr gut, gerade auf Fotos, weil ich das sehr, also einfach gar nicht an mir mag. Ich kriege da auch oft Fragen von wegen, ich habe Angst abzunehmen, weil ich dann eventuell hängende Haut haben könnte. Da muss ich auf der anderen Seite wiederum sagen, das hat mich davon nicht abgehalten abzunehmen, weil, also vorher sah es bei mir jetzt auch nicht gut aus und ob die Haut jetzt danach hängt, das, also sieht beides jetzt nicht so geil aus. Aber das eine kann ich wegoperieren lassen. Wisst ihr, was ich meine? Und das werde ich auch definitiv tun. Dafür habe ich mich auf jeden Fall schon entschlossen. Ich werde erst noch ein bisschen weiter abnehmen, aber ich plane eine OP für nächstes Jahr. Also nächstes Jahr werde ich das Thema Bauchdeckenstraffung in Angriff nehmen und da möchte ich es auf jeden Fall machen. Und zu dem Thema hängende Haut. Also man merkt es an vielen Körperstellen, aber am Bauch merkt es am extremsten. Aber da ich zum Beispiel, wenn man das auf Bildern nicht sieht, weil liegt vielleicht auch daran, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe zum Beispiel, ich poste nie Bikini-Bilder, ich poste nie Bilder in Unterwäsche, also wo man wirklich meinen Bauch sieht, weil ich meinen Bauch wirklich nicht mag. Und wenn ich zum Beispiel Sportklamotten trage, da trage ich meistens so enge Sporthosen, die haben ja auch mal oft diesen Shaping-Bund, das quetscht das alles ganz gut weg und dann sieht man das nicht. Das ist ganz nice. Aber in Unterwäsche sieht das Ganze nochmal definitiv anders aus, deswegen nur hier an euch auch der Hinweis, nur weil ich es nicht zeige, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Aber ich möchte es auch nicht zeigen, weil ich mich dafür, wie gesagt, ich finde es selber sehr unangenehm. Ich gucke es auch nicht gerne im Spiegel an. Und deswegen muss ich das erst recht nicht im Internet präsentieren. Sage ich, wie es ist. Wo ich es aber auch merke, ist tatsächlich an den Armen. Da merke ich ganz krass hier so am unteren Armbereich, dass da auf jeden Fall die Haut langsam anfängt zu hängen. Und an den Oberschenkeln merke ich es auch ein bisschen. Aber Arme und Oberschenkel habe ich bisher keine OP geplant, weil es erstens noch nicht so extrem ist und zweitens, ich da auch noch die Hoffnung habe, dass sich die Haut eventuell zurückbildet. Also nur weil sie anfangs hängt, heißt das nicht, dass das immer so bleibt. Ich habe da nämlich mit meiner Frauenärztin drüber geredet und die meinte, Frau Lübcke, warten Sie mal ab mit der OP. Es gibt, hat da teilweise schon Fälle gesehen, wo sie erstaunt war, was unser Bindegewebe geleistet hat. Also es gibt Fälle, da geht das manchmal über die Jahre noch zurück. Da strafft sich das ein bisschen von allein. Sport ist zum Beispiel, wie gesagt, eine super unterstützende Sache. Deswegen mache ich auch so viel Sport. In der Hoffnung, dass man da eventuell die Haut ein bisschen mit stärken kann, beziehungsweise straffen kann. Ob das was bringt, I don't know. Wie gesagt, auch ich habe hängende Haut, extrem am Bauch. Wie gesagt, ich hasse meinen Bauch. Ich habe den aber auch schon vorher gehasst. Aber das sind nun mal halt Sachen, mit denen muss man halt rechnen.
wenn man halt mal sehr viel gewogen hat, dass sowas passieren kann. Aber wie gesagt, dafür gibt es Mittel und Wege. Es gibt Mittel, dass die Krankenkasse solche OPs auch übernimmt. Und das würde mich jetzt persönlich nicht davon abhalten, abzunehmen. Nächste Frage ist, wie trainiere ich? Mache ich eher Kraft- oder Cardiotraining? Und da ist tatsächlich die Antwort eine Mischung aus beidem. Also man muss halt dazu sagen, dass das meiste, was ich abgenommen habe, war ja im Lockdown, wo die Fitnessstudios zu hatten. Und da habe ich das meiste mit Homeworkouts gemacht. Da konnte ich kein Krafttraining machen, deswegen, das heißt, ich habe am Anfang sehr, sehr viel Cardio gemacht. Das mache ich auch immer noch sehr gerne. Ich mache super, super gerne so High-Intensity-Workouts, also auf Deutsch hochintensives Intervalltraining. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Übungen. Ich finde, wie gesagt, Pamela Reif ist ein super Beispiel dafür. Die hat tolle Übungen, die echt reinhauen, wo man danach wirklich tot ist. Ich glaube, jeder, der schon mal ein Workout von ihr gemacht hat, weiß das. Und ich habe mir da auch die ein oder andere Übung fürs Fitnessstudio abgeguckt, die ich auch dann im Fitnessstudio einfach umsetze auf der Freestyle-Fläche und da meine Übungen mache. Und jetzt, wie gesagt, seitdem die Fitnessstudios wieder aufmachen, ist es eine Mischung aus Kraft und Cardio geworden. Es gibt, ich habe da keinen expliziten Plan. Ich mache das tatsächlich nach Gefühl. Ich gehe morgens ins Fitnessstudio und denke mir so, worauf habe ich heute Lust? Eher Kraft oder eher Cardio. Und wenn ich zum Beispiel sage, nee, heute habe ich Bock auf Cardio, dann gehe ich mal auch eine Stunde aufs Laufband. Oder was ich jetzt neulich zum Beispiel gemacht habe, war, da war ich eine halbe Stunde auf dem Laufband und dann war ich nochmal eine halbe Stunde auf einem Spinning-Bike. War auch super geil. Also Spinning macht auch mega, mega viel Spaß. Dann gibt es halt Tage, wo ich wirklich explizit zum Beispiel nur Beine trainiere und da habe ich mir auch einfach mal die Hilfe eines Personal Trainers im Fitnessstudio geholt, der mir dann einfach Übungen und Ausführungen richtig gezeigt hat. Und ich muss an meinen Ausführungen definitiv auch noch arbeiten. Also die sind schon gut laut Trainer, aber noch nicht perfekt und das ist auch der Grund, weshalb ich euch bisher nicht explizit zum Training mitgenommen habe, weil wenn ich das tue, möchte ich wirklich, dass die Ausführungen wirklich sehr, sehr gut sind, wenn man sich damit sehr viel kaputt machen kann. Vor allem, wenn ich dann falsches Wissen weitergebe, wäre nicht so geil. Das ist der Grund, weshalb ich bisher meine Sportroutinen zum Beispiel noch nicht gemacht habe oder gezeigt habe, aber das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal in der Zukunft definitiv machen, wenn ich die Ausführungen bis dahin super hinbekommen habe. Aber das ist auf jeden Fall machbar. Nächste Frage ist, ob ich einen konkreten Ernährungsplan habe. Und dazu kann ich auch sagen, nein, definitiv nicht. Ich, das ist auch hier wieder das gleiche Szenario. Es gibt Leute in der Abnahme, die machen sich einen kompletten Wochenplan. Die planen von montags bis sonntags durch, was sie jeden Tag essen, was sie einkaufen müssen. Ich sag's vorneweg, ich bin nicht so ein strukturierter Mensch. Noch nie gewesen. Ich bin absolut verplant. Und das in jeder Hinsicht in meinem Leben. Auch im Thema Essen. Und es ist dann meistens so, dass ich dann, weiß ich nicht, morgens überlege, worauf habe ich heute Bock und dann halt dafür entweder nochmal spontan einkaufen gehe oder gucke, was habe ich im Kühlschrank und danach einfach koche. Und meine Food-Inspirationen sind entweder eigene Ideen oder ich folge mittlerweile auch wahnsinnig vielen Kochseiten auf Instagram, auch Accounts, die abnehmen. Da gibt es wahnsinnig viele. Empfehlen kann ich zum Beispiel Kochgenuss. Genauso gesprochen, wie man es schreibt. Die mag ich super, super gerne. Dann gibt es noch eine, die heißt Maggie Fit. Die ist auch richtig cool. Es gibt wirklich ultra viele Seiten im Internet, die euch Rezeptideen geben. Guckt einfach mal auf Instagram, stöbert euch da durch. Wenn ihr gar keinen Plan habt, guckt bei den Leuten, denen ich folge. Da gibt es viele Food-Leute. Nächste Frage, auch mal eine Ausnahme machen und ungesund essen. Nicht außer Kontrolle geraten lassen, wie? Da muss ich sagen, zu dem Thema, ja, also dass man mal auch ungesund ist, das ist völlig normal, das ist menschlich und bitte redet euch nicht ein, dass ihr jetzt ein Jahr lang nie wieder auch nur einen Burger bei McDonald's essen dürft oder keine Schokolade mehr oder sonst was. Das ist normal, dass man mal so Ausnahmen macht, völlig fein, das ist absolut drin, das ist menschlich und auch wenn man mal Rückschläge hat, die vielleicht länger anhalten, wie zum Beispiel, jetzt habt ihr mal eine Woche lang wirklich nur Scheiße gegessen, it's okay, macht euch dafür nicht fertig. Das ist einer der wichtigsten Geheimnisse beim Abnehmen, wenn ihr mal dann doch irgendwie vielleicht die Ernährung nicht ganz so geil war, abhaken, fertig, ihr könnt es eh nicht mehr ändern. Vorwürfe machen und dann sich selber dafür irgendwie kaputt machen, das bringt gar nichts, überhaupt nichts. Das macht euch psychisch nur fertig und bringt euch in der Abnahme überhaupt nicht weiter. Auch ich hatte Tage, wo ich wirklich super ungesund gegessen habe und auch ich hatte mal, ich glaube, das längste waren 2 Wochen. Das längste waren 2 Wochen, wo ich wirklich gar nicht Kalorien gezählt habe. Und an dem einen Tag habe ich dann Pizza bestellt. Am nächsten Tag war ich dann abends Sushi essen und keine Ahnung was. Und da habe ich dann einfach mal drauf geschissen. Und habe ich zugenommen? Nein, habe ich nicht. Weil das ist völlig in Ordnung. Ich meine, durch den ganzen Sport zum Beispiel habe ich ja auch bestimmt wahrscheinlich schon irgendwo auch vielleicht einen Teil Muskeln aufgebaut. Das heißt, der Körper verbrennt sowieso langsam mehr und das ist, ihr müsst euch da nicht so stressen. Das ist menschlich und das ist normal und auch Menschen, die vielleicht über 100 Kilo abgenommen haben, die hatten auch solche Momente, wo sie dann vielleicht mal kurz in alte Muster verfallen sind. Es ist normal, es ist menschlich, macht euch deswegen nicht fertig.
It's totally fine. Und was man dazu auch immer sagt, ich habe immer das Gefühl, also das habe ich bei mir immer gemerkt, man hat, der Grund, weshalb man sich fertig macht, wenn man dann vielleicht doch mal in alte Muster verfallen ist, ist, dass man sich denkt, ah, Mist, also irgendwie, also bei mir war das immer so, dass ich so einen Zeitfaktor im Kopf hatte, dass ich gesagt habe, oh nee, jetzt musst du wieder eine Woche warten, bis du vielleicht ein Kilo abgenommen hast oder jetzt ist diese Woche versaut oder keine Ahnung was. Mist, und ich will doch ganz schnell abnehmen und ich will doch ganz schnell zu meinem Ziel kommen und ich habe mir doch vorgenommen, dass ich nächsten Sommer sehe schon so und so aus. Aber da muss man dazu sagen, dieser Zeitdruck, den man sich da im Kopf macht, der ist auch so dumm irgendwie. Weil ich meine, man hat das ja auch nicht alles in einer Woche angefressen. Also ich zumindest nicht. Das war ein schleichender Prozess über Jahre, wo ich mir das Ganze rangefressen habe. Und wenn man mal vergleicht, dass ich über 4 Jahre viel zugenommen habe und innerhalb von einem Jahr 40 Kilo abgenommen habe, also das sind Relationen, da kann man das eine Jahr schon sagen, dass es auf jeden Fall schnell war. Definitiv. Und ich weiß, abnehmen ist eine Qual. Abnehmen ist wahnsinnig anstrengend und das erfordert extrem viel Stärke. Und ich bin auch der Meinung, dass auch gerade Menschen, die sehr, sehr viel gewogen haben, so wie ich zum Beispiel, dass es, ich persönlich, ohne mich jetzt selbst zu loben, bin der Meinung, dass abnehmen, also wirklich viel abnehmen, also davon rede ich wirklich von Leuten, die viel abgenommen haben in ihrem Leben, ich finde, das ist eine wirklich kranke menschliche Leistung. Ohne Scheiß. Weil es gibt da immer so Leute, die spielen das so runter und sagen, ja, bist ja selber schuld. Wenn du so viel zugenommen hast, dann musst du auch so viel abnehmen, so nach dem Motto. Also auf so eine Leute scheiße ich, sag ich ehrlich. Weil es ist krass. Du musst deinen kompletten Alltag ändern. Du musst dein komplettes Leben ändern. Das ist tatsächlich so. Und es ist anstrengend. Und du wirst oft herausgefordert. Nicht nur psychisch, nicht nur mental. Da kommen so, so viele Faktoren mit rein, die ich mir vorher nicht hätte ausmalen können. Und das ist der absolute Wahnsinn. Also es ist wirklich eine krasse Leistung, wenn man viel abnimmt. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Deswegen ist es normal, wenn man da struggelt. Also das wäre ein Wunder, wenn nicht. Und das ist übrigens auch so ein Thema, was ich auch gerne hier nochmal ansprechen wollte. Habe ich jetzt auch mitbekommen, dass es vielen so geht, denn viele Menschen reden überhaupt nicht über den psychischen Aspekt der Abnahme. Bei mir war es bessert sich jetzt langsam. Es ist immer noch nicht, definitiv noch nicht ganz da, aber es ist ein extrem verschobenes Selbstbild, mit dem ich ganz, ganz lange zu kämpfen hatte. Es gibt auch immer noch Momente, wo ich mich genauso fühle wie vorher, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich abgenommen habe, denn ich gucke Spiegel und ich sehe es nicht. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so Fishing for Compliments mäßig, sondern ich sehe es wirklich nicht. Und das ist aber etwas, womit sehr, sehr viele zu kämpfen haben. Und da hat mir dann auch mal ein Arzt gesagt, der Körper, der nimmt sehr schnell ab, aber der Kopf braucht lange, um hinterherzukommen. Und das ist ein Phänomen, von dem sehr, sehr viele berichten, die stark abgenommen haben. Und das ist etwas, wovor ich euch auch warnen möchte und deswegen ich euch auch rate, vertraut euch dort Freunden an oder Ärzten, Verwandten, wie auch immer, die euch mit euch darüber reden, weil ich finde das sehr wichtig und ich habe da auch mit meiner Psychologin zum Beispiel viel drüber geredet, wie ich mich selbst wahrnehme und dass man da teilweise auch kurzzeitig unzufriedener ist als vorher, ironischerweise. Aber ja, es ist wirklich, also abnehmen ist nicht nur körperlich eine Königsdisziplin, sondern auch mental, definitiv. Zum Thema Motivation habe ich hier auf meinem YouTube-Kanal auch ein komplettes eigenes Video. Meine Tipps, wie ihr euch motivieren könnt, das verlinke ich euch einfach mal hier oben in der Ecke. Dann könnt ihr euch das nochmal genauer angucken, aber auch hier Motivation hole ich mir oftmals bei vielen, vielen anderen Dingen. Also oftmals andere Kanäle, oftmals andere Personen. Aber wie gesagt, zum Thema Motivation gibt es ein komplettes eigenes Video, also schaut euch das auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne an. Auch eine interessante Frage, die ich auf jeden Fall gerne mal hier mit reinnehmen wollen würde. Merkst du, dass du jetzt von Fremden besser behandelt oder angesehen wirst? Und das ist, finde ich, wirklich eine interessante Frage, denn ich finde die auch sehr schwierig zu beantworten. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Also es gibt Menschen, die behandeln mich anders und es gibt Menschen, da merke ich das nicht. Also die sind genauso nett wie vorher. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie mega ausgegrenzt wurde vorher. Definitiv nicht. Ich genauso im Datingleben. Ich hatte vorher auch sehr viele Dates. Genauso wie jetzt. Also hat sich da eigentlich nicht viel verändert. Das Einzige, was ich sagen muss, was ich zum Beispiel merke, ist, dass viele Männer aus der Vergangenheit wieder ankommen. Und da muss ich aber sagen, im ersten Moment denkt man sich so, oh, war ja klar. Aber im nächsten Moment muss ich ehrlich sagen, ich kann es denen irgendwie nicht verübeln. Also wenn es jetzt wirklich so um Präferenzen geht, ums Dating, wenn wir jetzt nur aufs Thema Dating gehen, kann ich es den Menschen nicht übel nehmen, weil jeder Mensch hat einen Typ. Das ist einfach so. Ich habe einen Typ und ihr da draußen habt auch einen Typ. Und wenn der Mensch euch einfach im ersten Moment nicht anspricht, dann ist das halt einfach so. Da kann man noch so einen tollen Charakter haben. Ich finde das, klar, Charakter ist super wichtig und das will ich damit auch nicht abstreiten. Und mir persönlich ist Charakter auch wahnsinnig wichtig.
Und meine Optik spielt, also wie der Typ bei mir auszusehen hat, spielt bei mir nicht so eine große Rolle wie vielleicht bei anderen. Das ist aber, das, da ist jeder Mensch unterschiedlich. Aber trotzdem kann ich es dir nicht verübeln. Wenn man nun mal nicht auf kurvigere Frauen steht, dann ist das so. Und dann ist das totally fine. Es muss nicht jeder auf jeden stehen. Das ist völlig in Ordnung. Und deswegen, es gibt auch Menschen, die stehen nicht auf Brünette. Es gibt auch Menschen, die stehen nicht auf Blonde. Das sind persönliche Präferenzen. Das ist völlig in Ordnung. Und deswegen kann ich es denen in dem Punkt nicht verübeln. Wenn es Männer gibt, die sich jetzt erst für mich interessieren, die sich vorher nicht für mich interessiert haben. Deswegen ist es halt einfach, es ist persönliche Präferenz. Deswegen, das nehme ich denen tatsächlich nicht übel. Aber ansonsten, so in anderen Bereichen, da muss ich echt nachdenken. Ich glaube tatsächlich, dass so das, wenn dann, das ist der einzige Unterschied so beim Dating, dass ich gemerkt habe, dass halt einfach andere Männer teilweise ankommen. Oder sich halt auf einmal Männer für einen interessieren, die sich vorher nicht für einen interessiert haben. Das ist der einzige Punkt, aber den kann ich, wie gesagt, den Menschen nicht verübeln, weil jeder einfach eine persönliche Präferenz hat. Punkt aus Ende. Und da muss man sich nicht immer, finde ich persönlich, in die Opferrolle stellen und sagen, du bist so oberflächlich. Weil, ja, es mag sein, dass es irgendwo oberflächlich ist, definitiv, aber wenn es deren persönliche Präferenz ist, dann kann ich das nicht ändern. Ist halt einfach so. Nächste Frage ist, kannst du noch normal essen, ohne ständig an Kalorien zu denken? Und wenn ja, wie? Kommt drauf an. Also natürlich, ich muss dann aber sagen, ich entscheide mich dann ganz bewusst dazu. Also da gibt es dann auch mal Abende, wo ich sage, okay, jetzt scheiße ich drauf. Oder Anlässe zum Beispiel, wie zum Beispiel mein Geburtstag. Ende des Monats habe ich Geburtstag. Und da weiß ich jetzt schon, da werde ich nicht einen Tag auch nur an eine Kalorie denken. Da werde ich so viel Kuchen essen, wie mir lustig ist. Und es ist mir dann auch völlig egal. Und da werde ich auch so viel Alkohol trinken, wie ich Bock drauf habe. Das sind so Sachen, das ist da kann ich es wunderbar ausschalten und einfach so meinen Tag genießen und Tag leben. Aber das sind halt auch so, ich mache das halt an so besonderen Anlässen. Oder wenn ich weiß, zum Beispiel, ich fahre in Urlaub. Das ist auch so ein Ding. Ich finde, im Urlaub muss man sich nicht so stressen. Also man hat auch den Urlaub und wenn man da dann auch mal so, weiß ich nicht, kulinarisch wegfährt und dann irgendwie da super geiles Essen ist, ist doch einfach nur eine Qual und man kann den Urlaub nur halb genießen, wenn man die ganze Zeit versucht zu denken, oh Gott, wie viel Kalorien könnte das jetzt haben und wie viel hat das und ich kann das nicht tracken, weil ich bin hier in einem Restaurant etc. Ihr macht euch da irre. Lasst das. Genießt den Urlaub und macht danach weiter. Ist doch nicht schlimm. Ich bin jetzt auch im Oktober, werde ich eine Woche nach Paris fahren und ich werde einen Teufel tun in Paris, die ganzen geilen Schokocroissants und Käse und Wein und was es nicht in Paris alles Geiles zu essen gibt. Pff, ich werde nicht eine Sekunde in Paris Kalorien zählen. Das verspreche ich euch jetzt schon. Ich werde mein Leben da genießen und werde mich den ganzen Tag vorm Eiffelturm mit Baguette und Käse vollstopfen. Könnt ihr euch sicher sein. Da habe ich richtig Bock drauf und da freue ich mich auch drauf. Und das ist auch völlig gesund. Also hört auf, euch da immer so zu stressen. Es gibt Anlässe, da muss man einfach mal den Kopf ausschalten und da ist das auch totally fine, mal nicht ans Kalorienzählen oder an die Abnahme zu denken. Und es ist, danach bricht eure Welt nicht zusammen. Ihr nehmt nicht in dieser einen Woche wieder alles zu, was ihr abgenommen habt. Das ist nicht so schlimm. Keine Sorge. Nächste Frage ist, wie hast du einen Sport gefunden, der dir Spaß gemacht hat? Da muss ich dazu sagen, ich war schon immer gerne irgendwie im Fitnessstudio, auch als ich noch mehr gewogen habe. Damals war ich nicht im Fitnessstudio für den Punkt abnehmen, sondern einfach, weil es mir tatsächlich Spaß gemacht hat. Ich war gerne im Fitnessstudio. Ich fand die Atmosphäre da manchmal ganz cool. Und wenn man danach noch so ein bisschen Sauna gemacht hat und dann hier und da, ich fand das immer sehr entspannend tatsächlich. Und ich habe das Fitnessstudio vorher einfach schon gerne so für mich selbst genutzt. Einfach, das war für mich so ein Self-Care-Moment. Das sieht aber nicht jeder so. Und das ist auch totally fine. Was ich zum Beispiel für mich entdeckt habe, ein Sport, total interessant, in der Quarantäne bzw. im Lockdown, war Skateboardfahren. Ich fahre unglaublich gerne Skateboard. Wer mir auf Instagram folgt, der wird das wissen. Der hat die ein oder andere Skateboardfahrende Story auf jeden Fall schon gesehen. I love it. Und man verbrennt beim Skateboardfahren richtig viele Kalorien, Leute. Das ist so krass. Das wusste ich selber nicht. Aber ich meine, wenn ihr auch so 10 Kilometer Skateboard fahrt, dann seid ihr danach auch echt ordentlich im Arsch. Aber das macht unglaublich viel Spaß. Deswegen sucht euch einen Sport, der euch Spaß macht. Andere machen das mit Hula-Hoop-Reifen, das ist jetzt nicht sowas für mich. Also mich bockt das einfach nicht und ich stelle mir das wahnsinnig langweilig vor. Aber wir andere gehen reiten oder die entdecken Yoga für sich oder keine Ahnung was. Es gibt aber Millionen Sportarten, Inlineskaten. Es gibt so viel und wenn es einfach nur spazieren ist. Winnie ist zum Beispiel, mein Hund ist auch zum Beispiel eine super Hilfe, warum ich mich noch mehr bewege, weil ich jeden Tag sehr, sehr lange mit diesem Hund spazieren bin. Das ist auch ein super Bewegungsfaktor. Also ein Hund ist auch super. Und wir kommen jetzt zu den letzten Fragen und zwar, wie waren die ersten Wochen, als du angefangen hast? Und da muss ich sagen, die ersten Wochen sind wirklich die schlimmsten. Also lasst mich das mal nochmal kurz googeln, ich vergesse das immer, wie lange das genau ist. Hier, ich habe es gegoogelt. Wie lange braucht der Mensch, um eine neue Routine zu entwickeln? Und das sind tatsächlich genau 66 Tage, sagt man so im Durchschnitt. Und diese 66 Tage, das sind tatsächlich auch die schlimmsten am Anfang. Sage ich euch ehrlich, wie es ist. Das sind so die ersten Monate, die sind hart, definitiv. Und in diesen Monaten
müsst ihr wirklich all eure Kraft, die ihr habt, müsst ihr zusammennehmen und versuchen, euch irgendwie da durchzubeißen. Es ist schwer und das ist halt auch leider Gottes der Punkt, wo halt die meisten scheitern und wo auch ich in der Vergangenheit sehr oft gescheitert bin. Aber dieses Mal habe ich es irgendwie komischerweise durchgezogen. Und dieses Mal hat es tatsächlich geklappt und ich merke auch jetzt, wie Sport und Ernährung, das ist eine Routine geworden. Das stimmt. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, tatsächlich so wie vorher zu leben. Also irgendwie selten zum Sport zu gehen oder nicht so oft oder sonst was. Ich merke auch, wenn ich zum Beispiel am Wochenende, habe ich immer meine 2 Rest-Days, also Samstag und Sonntag gehe ich nicht zum Sport. Und da merke ich auch immer irgendwie so, manchmal habe ich schon Bock, dann noch zum Sport zu gehen. Nicht, weil ich irgendwie jetzt süchtig danach bin oder ich mir denke, oh Gott, aber das ist halt eine Routine, die man tatsächlich hat. Das ist super interessant und das macht man, irgendwann gefällt mir, entwickelt man da Gefallen dran und wenn das dann auf einmal wegfällt oder man diese Routine irgendwie ausbricht, dann fühlt sich das komisch an. Das ist ungewohnt. Genauso wie es am Anfang für euch ist, nicht mehr darauf zu scheißen, was man isst, sondern dass man dann auf einmal darauf achtet, das ist genau das Gleiche. Es ist ungewohnt. Und das ist das, was einen manchmal dann so ein bisschen verwirrt und keine Ahnung was. Aber wie gesagt, diese 66 Tage würde ich tatsächlich sagen, das sind die schwersten am Anfang. Aber das kriegt man hin. Stellt euch einen Timer. Das finde ich super. Da könnt ihr jeden Tag den Countdown zählen. Aber ja, das waren erstmal tatsächlich alle Fragen, würde ich sagen, beziehungsweise die allgemeinsten Fragen. Ich habe hunderte Fragen bekommen zu dem Thema. Das ist echt ein viel gefragtes Thema. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, folgt mir gerne auf Instagram. Da habe ich auch ein Abnehmen-Highlight. Da sind auch nochmal ganz viele Fragen drin beantwortet. Klickt euch gerne hier bei YouTube durch meinen Kanal. Da gibt es auch noch viele Videos zu dem Thema. Da findet ihr Rezeptinspirationen, ihr findet Motivationsvideos etc. Also es gibt wirklich, wenn ihr euch ein bisschen durchklickt durch meine Kanäle, findet ihr ganz viele Antworten auf ganz, ganz viele weitere Fragen. Und es werden in Zukunft auch noch viele Videos zu diesem Thema kommen. Definitiv. Wie gesagt, abonniert mich gerne. Es freut mich immer, wenn neue Leute dazukommen. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen und ich hoffe, dass ich die meisten Fragen jetzt hier beantwortet habe. Aber ich weiß, dass viele Fragen auf jeden Fall immer wieder auftauchen werden. Und wenn ich doch eine wichtige Frage vergessen habe, dann stellt sie mir gerne. Ich bin allzeit bereit, sie euch zu beantworten. Aber ja, ansonsten war es das erstmal mit diesem Video. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Bis dann!